Die schönen Seiten des Jahreswechsels und die unschönen. Das neue Jahr 2018 war gerade einmal 2 Stunden alt. Da musste die Feuerwehr in Rostock zu einem schweren Brand in den Stadtteil Brinkmannsdorf ausrücken. Bewohner hatten kurz nach 2 Uhr am Neujahrstag Flammen in einem Verschlag für Mülltonnen im Erich-Fenzmer-Weg entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die ersten Wehren in Brinkmannsdorf eingetroffen waren, hatte sich das Feuer bereits die gesamte Fassade nach oben bis zum Dachstuhl vorgearbeitet. Weitere Feuerwehren wurden nachalarmiert. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit einer Vielzahl von Kameraden, den Brand zu bekämpfen. Zeitgleich gingen Löschtrupps in das Mehrfamilienhaus und brachten Bewohner in Sicherheit. Wie die Polizei sagte, hätten sich die meisten Bewohner bereits kurz nach Ausbruch des Feuers gegenseitig wachgemacht und das Haus verlassen. Im Rahmen der Brandbekämpfung kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen von der Unglücksstelle wurden 2 der Betroffenen leicht verletzt. Sie mussten wegen einer Rauchvergiftung behandelt werden. Die Polizei kann in ihren Ermittlungen schwere Brandstiftung nicht ausschließen.